sich von dem spanischen Wort Cayo ab, was dann so viel heißt wie kleine flache Insel, und West eben deswegen, weil es die westliche Insel der Florida Keys ist. Und Key West kam 1819 mit dem Florida Territorium an die USA. Seitdem gilt es hier als südlichster Punkt des Festlandes der USA. Und dort befindet sich auch ein Marksteiner, der ist gar nicht so weit von hier entfernt. Da kann man also durchaus von hier zu Fuß hingehen mit der Aufschrift 90 Meilen nach Kuba. Ja, und ebenso ist Key West hier für die wunderbaren Sonnenuntergänge bekannt. Deswegen heißt auch die kleine Insel hier an Backbord, also an der linken Schiffsseite, Sunset Key. Liebe Gäste, ich wünsche Ihnen nun viel Spaß an Land. Genießen Sie den Tag hier in Key West. Bitte seien Sie dann bis um 15.30 Uhr wieder zurück an Bord, dass wir dann um 16 Uhr Richtung Miami auslaufen können. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag hier und schöne sonnige Grüße von der Brücke. Vielen Dank, Ihr Kapitän. Steuerbahnseite einer Sektbefehl aufgenommen.
der Vita. Hatten Sie einen ähnlich wundervollen Tag in Key West wie wir? Ja! Mit dem Lotsen, als wir rausgefahren sind aus Key West, einig, dass das also mit Abstand einer der schönsten Tage überhaupt war. Sie haben auf dieser Reise 8,5 Tonnen Fleisch verzehrt. Und diese Reise wurden dann auch 2,9 Tonnen Fisch und 240 Kilogramm Garnelen zugeladen, 1.089 Liter Eiscreme. Das sind 24.750 Kugeln verbraucht. Queen of the Mambo, Papa, and King of the Paco, Ding Dong, the Jumbo. Unsere Stars von AIDA VITA! Daumen hoch klicken, wenn das Video gefallen hat und AIDA Kreuzfahrt buchen unter kreuzfahrt-3d.de/AIDA.